Ich möchte Sie ganz herzlich zum fünften und letzten Video über die Mapo-Lehre begrüßen. Ich möchte nun endlich zur Schlussfolgerung kommen. Wer bis hierhin zugehört hat und selbst darüber nachgedacht hat, was Mapo bedeutet, wird meinen folgenden Überlegungen wohl zustimmen. Aus meiner Sicht sind sie die einzig denkbare Antwort darauf, ob wir mit dem Mapo-Denken heutzutage überhaupt noch etwas anfangen können. Zwei wichtige Unterströmungen des japanischen Buddhismus, die reines Landschulen und die Nichiren-Schulen, basieren, wie ich gezeigt habe, auf dem Mapo-Denken. Alle Versuche, das kleinzureden, werden scheitern. Bonen, Shinran und Nichiren haben sich über das Thema unmissverständlich klar geäußert. Für die von ihnen begründeten buddhistischen Schulen ist die hier gestellte Frage eine Schicksalsfrage. Es gibt, wie wir gesehen haben, in Bezug auf die Mapo-Lehre zwei Kernprobleme. Erstens die Historizität des Buddhismus im wissenschaftlichen Sinne. Mapo-Lehre ist eine der vielen Lehren des Buddhismus, die erst viele Jahrhunderte nach dem Buddha entstanden ist. Man kann darum an ihrer Authentizität zweifeln. Und zweitens ist die Aussage der Mapo-Lehre selbst problematisch, dass der Buddhismus eine sich zeitlich verändernde Religion ist. Der Stachel liegt hier vor allem in der Irreversibilität, das heißt der Behauptung, dass es unmöglich sei, den wahren Dharma heutzutage so zu leben, wie ihn der Buddha ursprünglich gelehrt hat. Wenn der wahre Dharma heutzutage nicht mehr praktiziert werden kann, dann müssen die anderen buddhistischen Schulen des Buddhismus, die noch nach diesem wahren Dharma suchen, ja Unrecht haben. Eine solche Rechthaberei konnten die anderen Schulen unmöglich akzeptieren. Tatsächlich haben die reines Landschulen und die Nichiren-Schule, als sie vor 700 oder 800 Jahren entstanden sind, den anderen Schulen Probleme gemacht und dafür auch massiven Widerstand geerntet. Man empfand sie als Unruhestifter in der buddhistischen Welt. Grundsätzlich bleibt die Frage bis heute bestehen: Wie soll man, wenn man so denkt, ein gutes Verhältnis zu anderen Schulen aufbauen? Die simpelste und primitivste Lösung dieser beiden Kernprobleme präsentiert der Fundamentalismus, den es an dieser Stelle auch im Buddhismus gibt. Ein Fundamentalist behauptet, der Buddha habe das Zeitalter des untergehenden Dharma prophezeit. Und nun ist es eben da. Alle Buddhisten, die davon nicht Kenntnis haben, irren sich also. Und ebenso irrt sich die Wissenschaft, die behauptet, das Mapo-Denken habe sich historisch erst über viele Stationen, unter anderem in China, entwickelt. Diese fundamentalistische Version nimmt den rechten Glauben für sich in Anspruch. Man weiß nicht, warum man gerade dieses Verfallsszenario glauben soll. Schließlich gibt es viele Religionen, die ähnliche Szenarien anbieten. Man denke an das nahende Weltgericht einiger christlicher Fundamentalisten, den Maya-Glauben, gewisse UFO-Religionen und so weiter. Man versteht, dass solche Untergangsszenarien in jeder Krisenzeit Hochkonjunktur haben. Unzählige solcher Krisen hat die Menschheit schon erfolgreich überwunden, ohne dass die Endzeit kam. Aber dem Fundamentalisten ist das egal. Er kennt die Wahrheit ja und ist nicht bereit, darüber zu diskutieren. Denn es gibt für ihn fundamentale Glaubenssätze, die man nicht in Frage stellen darf. Der Fundamentalismus muss an diesen Stellen seine Augen vor allen Beweisen der Wissenschaft verschließen. Er muss schlimmstenfalls mit Gewalt verhindern, dass an wissenschaftlichen Instituten geforscht wird oder an archäologischen Stätten Ausgrabungen stattfinden. Man kann den Fundamentalismus als eine Form der Religion definieren, die sich dem Wahrheitsanspruch der Wissenschaft bewusst verschließt. Fundamentalismus in Verbindung mit Endzeitgedanken ist heutzutage ein in allen Religionen weit verbreitetes Phänomen. Im Buddhismus ist es eher die Ausnahme. Hier bei der Mapo-Lehre aber ist es möglich. Und es ist immer eine hochtoxische, gefährliche Mischung.
Ich denke, dass die überwiegende Zahl der Menschen, die sich zu einer Religion wie dem Christentum oder dem Buddhismus bekennen, nicht fundamentalistisch denken. Das heißt, sie sind bereit, sich der Herausforderung zu stellen, die dadurch entsteht, dass ihre Religion wissenschaftlich erforscht wird. Aus Sicht der Wissenschaft sind Religionen gewachsene Strukturen. So gab es in der langen Geschichte des Buddhismus eine ständige Entwicklung neuer Gedanken, die die Wissenschaft sehr überzeugend nachzeichnen kann. Das Mapo-Denken ist in diesem Punkt überhaupt nichts Außergewöhnliches. Wenn man am Mapo-Denken zweifelt, nur weil es sich nicht auf das Zeitalter des Buddhas zurückführen lässt, so kann man aus gleichen Gründen an vielen entscheidenden Lehren des Buddhismus zweifeln. Etwa an der Lehre des Herz-Sutras oder an der Buddha-Natur. Auch die zahllosen Legenden, die sich im Theravada-Buddhismus um das Leben des Buddha ranken, sind weit jüngeren Entstehungsdatums. Seit etwa 250 Jahren leben wir im Zeitalter der Wissenschaft. Dies ist eine unglaublich kurze Zeit, wenn man an die vielen guten und schlechten Veränderungen denkt, die die Wissenschaft in unserem Leben, Denken und sogar im natürlichen Gleichgewicht des Planeten hervorgebracht hat. Zahlreiche Begriffe, die wir heute in der Alltagssprache verwenden, sind nicht älter als 200 Jahre. Vor 200 Jahren hatte man noch nicht einmal die Definition des Begriffs Energie. Shakespeare und Goethe kannten diesen Begriff eigentlich nicht. Vor 250 Jahren wurde die Dampfmaschine allmählich technisch nützlich. Das war ein riesiger Fortschritt. Aber die Verschmutzung des Planeten mit CO2 begann. Die Evolutionstheorie ist 150 Jahre alt. Vor gut 100 Jahren wurde das Atom bewiesen und gleich wieder abgeschafft. Die Bibelforschung und die Buddhismusforschung, über die ich eben gesprochen habe, sind ebenfalls nicht älter als gut 200 Jahre. Wenn die Erforschung der Religion in diesen letzten 200 Jahren ein Resultat ergeben hat, so ist es die Einsicht, dass Religionen zum immateriellen Erbe des Homo sapiens gehören. Durch dieses immaterielle Erbe tradiert Homo sapiens von Generation zu Generation ein Wissen darüber, wie der Mensch leben soll. Und es unterliegt, ebenso wie die Gene, einer Art Evolution. Es gibt jedenfalls einen ständigen Veränderungsprozess. Selbst Begriffe wie Gott oder Buddha sind keine festen Konstanten in der Geschichte, sondern jede Generation erforscht und bestimmt diese Begriffe in gewissem Sinne neu, weil das Umfeld alles Gesprochenen und Gedachten sich ständig verändert. Manche Leute sagen heute zum Beispiel, für mich ist Gott die höchste Energie im Universum. Und andere widersprechen. Noch Goethe hätte diesen Satz gar nicht formulieren können. Manche Leute sagen, Buddha ist nicht Gott, und andere halten dagegen. Das möchte ich doch genauer wissen. Wir können heute beide Begriffe Gott und Buddha im Rahmen des Wissens, das wir uns angeeignet haben, gegenüberstellen und vergleichen. Allein, dass wir beide Begriffe kennen und damit gewisse Vorstellungen verbinden können, unterscheidet uns von allen Generationen vor dem wissenschaftlichen Zeitalter, das auch das Zeitalter der Begegnung zwischen Ost und West ist. Wenn wir heute über Gott denken, dann denken wir auch über den Buddha nach und umgekehrt. Wir können das nicht vermeiden. Darum denken wir anders als alle Generationen vor uns und alle Generationen nach uns. Wir können nicht mehr wie der heilige Augustinus über Gott ohne ein Mitwissen über den Buddha denken. Ebenso wenig wie Shinran über den Buddha ohne ein Mitwissen über den westlichen Gottesbegriff. Wenn der heilige Augustinus die buddhistischen Schriften und die buddhistische Meditation gekannt hätte, hätte er sich dazu positionieren müssen. Und er hätte andere Schriften verfasst. Auch Shinran wäre nicht der Shinran geworden, den wir heute kennen, wenn er etwas über griechische Philosophie, Christentum oder die heutige Naturwissenschaft gewusst hätte.
In diesem Sinne gibt es offensichtlich eine Evolution religiöser Ideen. Wie das Licht können religiöse Ideen niemals stehen bleiben. Es wäre absurd und tödlich für eine Religion, einen solchen Neuerungsprozess zu unterbinden. Der Buddha war doch ein vollkommen Erleuchteter. Ich muss genau das erreichen, was der Buddha erreicht hat. Gewiss, antwortet die Wissenschaft. Aber du kannst es nicht so machen wie der Buddha. Du lebst in einer ganz anderen Welt. Habe Mut, von deiner Welt ausgehend den Buddha zu verstehen. Niemand hat der Naturwissenschaft bisher zum Vorwurf gemacht, dass sie ihre Begriffe ständig revidiert und erweitert, solange sie die Natur deshalb besser beschreiben kann. Warum sollte an der Weiterentwicklung der Religionen darum etwas Negatives sein? Das Weiterentwickeln der religiösen Sprache ist sinnvoll und notwendig, weil nur so die Religion tief erfahrbar und lebbar wird. Der Buddhismus hat ohne Zweifel die Aufgabe, das vollständige Erwachen des Buddha zu tradieren. Aber irgendwann brauchten die Menschen das Herzsutra, den Begriff Buddha-Natur oder irgendeinen tibetischen Tantra, um an dieses vollständige Erwachen noch heranzukommen. In diesem Sinne kann man sagen, ist der Buddhismus wie jede Religion ein kollektives Erzeugnis, eine Art Forschungsprojekt innerhalb der Menschheit. Das späte Entstehen eines religiösen Gedankens ist mitnichten ein Grund, ihn zurückzuweisen. Zum zweiten Einwand. Der Begriff Mapur erscheint problematisch wegen der Irreversibilität. Mapu schließt jedes zurück zur guten alten Zeit des Buddha aus. Ehrlich gesagt habe ich die Mapu-Lehre gerade deshalb von Anfang an für eine der revolutionärsten und interessantesten Lehren des Buddhismus gehalten. Gerade wir als Menschen im Zeitalter der Wissenschaft, die wir die Geschichtlichkeit unseres Daseins so gut kennen, müssten die Bedeutung von Mapu doch leicht verstehen. Geschichte ist nämlich nichts anderes als ein anderer Ausdruck für die Irreversibilität der Zeit. Der Mensch kann in seinem einzelnen Leben nicht zurück, weil er altert. Und die Menschheit kann es auch nicht. Wir können nicht mehr so denken oder leben wie unser Großvater oder gar ein Mensch des Mittelalters. Ein Bauer im Mittelalter transportierte Getreide mit einem Ochsenkarren zum Markt. Heute können wir mit dem Ochsenkarren die zahllosen Autobahnen gar nicht überqueren. Wir können keinen mittelalterlichen Bauernhof betreiben. Oder um ein extremes Beispiel zu nennen. Albert Einstein meinte einmal, er wüsste, was nach dem Dritten Weltkrieg passieren würde. Die Menschen würden wieder so leben wie in der Steinzeit. Nein, das würden sie nicht. Es gäbe keine Mammuts mehr. Keine wertvollen Rohstoffe, die in der Steinzeit noch auf dem Boden lagen, wären noch auf diesem Erdboden zu finden. Man müsste viele hundert Meter tief graben. Das Klima und die Pflanzenwelt hätten sich grundsätzlich verändert. Es gibt niemals ein Zurück in der Geschichte. Nicht einmal unter Zwang, sondern immer nur ein Vorwärts. Jede Generation von Menschen führt ein Leben, das mit keiner vorherigen vergleichbar ist. Und mit keiner künftigen Generation vergleichbar sein wird. Die Inder waren von der Entdeckung der Geschichte und der Irreversibilität weit entfernt. Man kann tausende Seiten buddhistischer Sutras lesen, ohne einen Hauch von Geschichtsbewusstsein zu spüren. Die Erzähler dieser Legenden kennen keine Andersartigkeit vergangener Epochen. In den Jataka-Erzählungen aus dem Pali-Kanon wird der Buddha dutzende Male in derselben Epoche geboren, als Brahmadatta König in Benares war. Den Autoren fiel gar nicht auf, wie sonderbar das ist. Es gibt keine technischen Neuerungen auf der Welt. Allenfalls die Moral der Menschen ändert sich.
Und in diesem Sinne gibt es gute und schlechte Zeiten. Die alten Chinesen dagegen hatten schon früh die Chronologie so weit perfektioniert, dass sie die Veränderungen der Zeit von Dynastie zu Dynastie deutlich wahrnehmen konnten. Schon Konfuzius wusste, dass das große Hofzeremoniell der Zhou-Dynastie unwiederbringbar verloren war. Es dauerte aber noch viele Jahrhunderte, ehe Dao Zhou daraus die Schlussfolgerung für die Religion zog. Er erkannte vielleicht als erster die Wandelbarkeit der Religion im Lauf der Zeitalter und forderte, jede Lehre muss dem Zeitalter angepasst sein. Nirgendwo in einem traditionellen religiösen Text habe ich diese Lehre, die an unser modernes historisches Denken schon nahe herankommt, so ausdrücklich formuliert gefunden wie im Shoshinge, Shinrans Versen vom wahren Vertrauen, dem wichtigsten Text der shin-buddhistischen Liturgie. Shinran schreitet in diesem Text von Station zu Station. Er erzählt von der Gründung des Grundgelübdes vor unvorstellbarer Zeit, der Predigt durch den Buddha Shakyamuni, vom ersten bis zum siebten Patriarch bis zum jetzigen Augenblick, in dem nichts anderes wichtig ist als das Vertrauen. Unablässig geht durch diesen Text der Parameter der Zeit. Jeder der Patriarchen hat das Nembutsu angepasst und im Sinne der Menschen seines Zeitalters erklärt. Shinran war überzeugt, dass jedes Zeitalter seine eigenen religiösen Deutungen des Buddhismus und seine eigenen Übungen hat. Was Shinran vor 800 Jahren aussprach, kommt schon nahe an das historische Denken heran, es ist aber noch keines. Shinran glaubte, dass der Buddha Shakyamuni, der im Amida-Sutra das reine Land verkündet, vor gut 2000 Jahren in der Weise gelebt hat, wie es die Sutras darstellen. Ein quellenkritisches Bewusstsein hatte er nicht, weil er viele Jahrhunderte vor dem wissenschaftlichen Zeitalter lebte. Er war kein Golo-Mann, der in einem Buch Siddhartha Gautamas Leben nacherzählt und dessen mutmaßliches reines Denken nachkonstruiert. Shinran schrieb ein Buch darüber, wie man Buddhaschaft erlangt und nicht über Historie. Meine erste These ist nun folgendes. Das Mappo-Denken ist zwischen dem alten Denken und unserem modernen Denken einzuordnen. Es bleibt dem alten Denken verpflichtet und ist gleichzeitig die Selbstüberwindung dieses alten Denkens. Ich muss Folgendes vorausschicken. Man missversteht den traditionellen Buddhismus, wenn man glaubt, er habe je einen menschlichen Buddha-Begriff gepredigt. Der menschliche Buddha, der eine Art Meditationslehrer war, ist eine moderne Vorstellung, die im Grunde genommen erst im Westen entstanden ist. Bis in die Kamakura-Zeit hatten die Menschen keinerlei Schwierigkeiten zu glauben, dass Shakyamuni sich vom Götterhimmel herabsteigend in der menschlichen Welt inkarnierte, um dort übermenschliche Verwirklichungen zu erlangen, die selbst das überragen, was man von Göttern erzählte. Jesus wandelte über das Wasser, aber Shakyamuni flog vom Geierberg durch die Lüfte und erschien der Königin Vaidehi in ihrem Kerker. Jesus haderte sehr menschlich am Ölberg mit Gott, aber Shakyamuni hielt im Tusch der Himmel Lehrvorträge vor den Gottheiten. Glaubten die Menschen das wirklich? Weil sie gar nicht geschichtlich dachten, war ihnen der Buddha nah und fern zugleich. Vielleicht ist schon das Wort Glauben hier missbraucht, wenn man es im heutigen Sinne versteht. Sie lebten mit diesem Mythos und es gab keine Übersetzungsmaschine wie heute im Zeitalter der Wissenschaft, wo man den Mythos mal symbolisch, mal psychologisch, mal existenziell deuten kann. Es gab gar keine Notwendigkeit zu übersetzen. Diesen Optimismus, dass der Mensch durch religiöse Übung
etwas Übermenschliches erlangen kann, setzt das Mapo-Denken außer Kraft. Alles Außerordentliche, Übernatürliche, das durch religiöse Übung erlangt werden könnte, wird vom Mapo-Denken als nicht mehr zeitgemäß verworfen. Der Mensch bleibt in jedem Fall ein normaler Mensch. Selbst die Gottheiten sind nach Shinran nicht zu verehren. Auch der von Göttern bevölkerte Kosmos wird von einer natürlichen Ordnung, der sich die Götter durch ein altes Gelübde verpflichtet haben, aufrechterhalten. Die Götter handeln selbsttätig. Sie lassen sich vom menschlichen Gebet nicht beeinflussen. So nimmt der Mythos in Shinrans Mapo-Denken eine in weiten Bereichen schon sehr nachmythologische Form an. Mit einem Satz: Mapo bedeutet für Shinran, Mensch bleibt Mensch und die Natur ist irgendwie vernünftig geordnet. Das Zeitalter der Wissenschaft, das ist meine zweite These, ist immer Mapo. Für den wissenschaftlich denkenden Menschen ist das Weltbild, in dem die Religionen entstanden sind, nicht mehr nachzuvollziehen. Können Sie sich einen Menschen vorstellen, der wie ein allwissender Gott in das Herz aller Lebewesen schauen kann? Können Sie sich vorstellen, dass dies durch religiöse Übungen, zum Beispiel durch Meditationen, zu erreichen wäre? Im Zeitalter der Wissenschaft ist schon die Aussage, ein Mensch hätte in der Vergangenheit solcherlei erreicht, nicht mehr zu vertreten. Auch der Religionsstifter bleibt, wenn er überhaupt historisch lebte, für die Wissenschaftler nichts als ein Mensch. Die Annahme eines Zeitalters des wahren Dharmas, in dem die Menschen anders als heute noch Übermenschliches erreichten, wird von der Wissenschaft selbstverständlich nie akzeptiert werden können. Andererseits, und das ist nun das Verdienst der Wissenschaft, ist die Lehre der Religion, ihre heiligen Schriften und deren Auslegungen bis heute gut überliefert. Man kann dank der Wissenschaft hervorragend rekonstruieren, was diese Schriften in ihrem jeweiligen Zeitalter bedeuteten. Aber sie können niemals mehr auf gleiche Weise Teil unseres Denkenwerdens, wie sie es in ihrem Zeitalter waren. Es ist wie ein komplizierter Stabhochsprung, den ein alter Professor bewundernd mit hochauflösender Kamera sieht. Er kann diese Bewegung in allen Einzelheiten beschreiben, aber nachvollziehen kann er sie nicht. Heutzutage suchen viele Menschen, vor allem im Westen, einen säkularen Buddhismus, weil sie an der Mythologie des Buddhismus kein Interesse haben. Sie finden all die Wunderreden im Buddhismus geradezu haaresträubend und möchten sich von dem buddhistischen Volksglauben distanzieren. Sie glauben damit, dem historischen Buddha zu folgen, der auch nur ein Mensch war. Aber wo in der Welt hat es je einen Glauben an einen historischen Buddha, der nur ein Mensch war, gegeben? Es ist eine Ironie der Geschichte, dass die Westler, als sie den Buddhismus kennenlernten, bereits im Zeitalter der Wissenschaft waren und dass die Wissenschaftler ihre ersten Vermittler des Buddhismus waren. Den Buddha als Alleswissende, als Lehrer der Menschen und Götter und so weiter, wie er überall in Asien doch offensichtlich verehrt wurde und wird, haben gerade die frühen Wissenschaftler vollkommen übersehen. Darum konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Westler so lange Zeit auf die Meditation, Achtsamkeit und verhaltenspsychologische Bewusstseinsveränderung. Wenn Menschen, die in dieser Tradition aufgewachsen sind, den traditionellen Buddhismus kennenlernen, wird es oft problematisch. Die Forderung nach einem säkularen Buddhismus ist nichts anderes als die Entscheidung, den bisherigen Filter der Wissenschaft beizubehalten. Diese Haltung ist sehr aufrichtig und ehrlich.
Und wir wissen auch, warum sie uns so notwendig erscheint, weil wir eben im Zeitalter der Wissenschaft leben. Meine dritte These ist, dass alle Religionen heutzutage Mapu-artig sein müssen. Und zwar in folgendem Sinne. Alle Religionen stehen der Tatsache gegenüber, dass ihre historische Entwicklung erforscht wird. Und zur Wissenschaft gehört, dass jeder daran teilnehmen kann, unabhängig von seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zur Religion. Die Wissenschaft beschreibt die Religion notwendigerweise unabhängig von den Aussagen der Religion. Wie er war der Sohn Gottes, er lauschte dem Erzengel Gabriel und so weiter. Damit geht die Wissenschaft immer von der Negation eines traditionellen Religionsverständnisses aus. Sie dringt dadurch auch in die religiöse Lehre selbst ein, weil sie in vielen Bereichen mehr erklären kann als die traditionelle Theologie oder Buddhologie. Letztere werden von der Wissenschaft abhängig. Das heißt aber nicht, dass die Wissenschaft die religiöse Lehre widerlegt oder überflüssig macht. Der Mythos hat noch seinen Sinn. Er ist unverzichtbar. Er ist immer noch Gegenstand eines sinnstiftenden Nachdenkens. Der Gläubige denkt nun mit wissenschaftlichen Kenntnissen über die Religion nach. Und darum deutet er sie anders. Das Nachdenken über den Buddha, und zwar mit den modernen Methoden, die ich oben angegeben habe, ist nicht folgenlos. Säkularer Buddhismus ist darum ein etwas schlechter Kampfbegriff, weil er streng genommen bedeutet, dass man den Mythos über Bord zu werfen hat. Warum aber diese Radikalität? Ruhe und Achtsamkeit bereiten das Feld für die Einsicht, die immer noch mythologisch verfasst ist. Ein neuer Theravada-Buddhismus wird sicherlich dem säkularen Buddhismus sehr ähnlich sein, aber er wird niemals auf die Zuflucht zum Buddha und auf die 10 Buddha-Namen verzichten, die unter anderem Lehrer der Götter und Menschen bedeuten. Die anderen buddhistischen Schulen müssen also auch Mapu-artig sein, nicht weil ihnen der Mapu-Begriff irgendetwas bedeutet oder sie ihn übernehmen müssten. Ganz ohne diesen Begriff ist die Anpassung einer buddhistischen Schule oder auch einer anderen Religion an unser Zeitalter der Wissenschaft immer Mapu-artig. Allgemein gesagt, muss eine Religion in unserem Zeitalter immer eine Grenze zwischen Geschichte und Mythos, Mensch und Buddha bzw. Gott, dem Relativen und dem Absoluten ziehen. Beiden Seiten muss ihr Recht gegeben werden. Wo das nicht geschieht, findet eine Mythologisierung der Geschichte statt. Und daraus folgen der Fundamentalismus, der falsche Guru-Glauben und andere Formen religiöser Selbsterniedrigung. Oder es kommt zu einer Historisierung und damit Auslöschung des Mythos. Das ist der Fehler des Scientismus, der in blindem Eifer weite Bereiche des menschlichen Kulturerbes plattwalzt. Wie der Diskurs über den Transhumanismus zeigt, führt dieses Denken ebenfalls in gefährliche Untiefen. Vieles wird uns im Zeitalter der Wissenschaft abverlangt, was wir nicht im Religionsunterricht der Kindheit gelernt haben. Die Geschichtlichkeit unserer Existenz zu verstehen und sogar im religiösen Bereich zu akzeptieren, ist eine Reifeprüfung, die unser Selbstbild als Mensch fundamental verändert. Auch das Verhältnis zu anderen Religionen, die nun ebenfalls Mapu-artig verfasst sind, ändert sich grundlegend. Das Mapu-Denken, dies ist meine vierte und letzte These, ist nicht als Endzeitdenken zu verstehen. 10.000 Jahre soll es dauern, aber 10.000 Jahre ist nur eine symbolische Zahl. Der Ruf Bansai, 10.000 Jahre,
wünscht der kaiserlichen Dynastie ewiges Bestehen und nicht nur lange Dauer. Mapo ist kein Pessimismus, sondern eher eine ungeheuer positive Vision. Wenn alle Religionen Mapo-artig werden, dann können sie aufeinander zugehen. Tatsächlich hat die Wissenschaft ein Gespräch eröffnet, das alle Religionen zusammenführt. Die Wissenschaft zeigt nicht nur die Zusammenhänge der Religionen untereinander, sie reinigt die Religionen auch und sie vermittelt zwischen ihnen. Wenn die Religionen, wie oft gesagt wird, das Herz der Menschen erziehen, doch immer noch dafür zuständig sind, den Menschen über die Grenzen seiner religiösen Ansprüche aufzuklären. Entschuldigung, wenn die Religionen, wie oft gesagt wird, das Herz der Menschen zu erziehen, dann ist die Wissenschaft immer noch dafür zuständig, den Menschen über die Grenzen seiner religiösen Ansprüche aufzuklären. Die Wissenschaft spielt die Rolle des Gärtners, der die bunt wuchernden Pflanzen beschneidet und damit ein harmonisches Zusammenleben zwischen ihnen ermöglicht. Nur bestimmte buddhistische Schulen kennen die Mapo-Lehre und nur für sie ist sie relevant. Von dieser Perspektive aus erscheint sie mir wie ein Ausblick, den ein noch mythologisches Zeitalter auf das Zeitalter der Wissenschaft gewagt hat. Mapo, so könnte man sagen, ist ein Bild für das religiöse Erwachsensein. Wir müssen lernen, in diesem Sinne eine religiöse Kultur des Mapo zu entwickeln. Ich danke allen, die mir soweit zugehört haben.